Was versteht man bei Excel unter bedingter Formatierung? Das ist die Möglichkeit, interessante Zellen hervorzuheben, unübliche Werte mithilfe von Farben oder Datenbalken oder Symbolen anzuzeigen. Das will ich mal zeigen, bevor ich das dann gleich an einem Beispiel von Anfang an entwickle. Hier ist zum Beispiel die Reisekostenabrechnung in Höhe von 66 Euro. Die ist weiß hinterlegt, weil nicht besonders auffällig. Wenn der Betrag unter 10 Euro ist, dann sehen wir, ist automatisch die Zeile grün hinterlegt. Und wenn sie über 100 Euro ist, zum Beispiel 666, dann ist es rot hinterlegt. Wie man sowas macht, das wird dann im Folgenden entwickelt. Ausgehend von einfachen Beispielen kommen wir dann zu diesem Beispiel, um zu zeigen, was da möglich ist. Die Spalte Brutto meiner Ausgabenliste soll mithilfe der bedingten Formatierung dargestellt werden. Gehe dazu auf die Schaltfläche Bedingte Formatierung und finde oben als erstes Regeln zum Hervorheben von Zellen. Zum Beispiel alle Zellen größer als 100 sollen rot hervorgehoben werden. Ich schreibe die Obergrenze, also die 100, da rein mit hellroter Füllung, klicke auf OK und wir sehen schon passiert. Unter 10 sollen grün hervorgehoben werden und da wähle ich also kleiner als 10 und muss hier hinten noch die passende Farbe auswählen, grüne Füllung. Klicke dann auf OK. Wir sehen, das fällt auch auf, dass die entsprechend hervorgehoben sind, aber der Text hier oben ist auch mit Rot hinterlegt oder mit Rosa hinterlegt, weil Texte werden immer als betrachtet als größer als die größte Zahl. Und hier unten, wo nichts eingetragen ist, das heißt Zellen, wo nichts drin steht, werden bei Summenbildung wie 0 behandelt. Da ist es dann auch grün hervorgehoben. Ich lösche diese Formatierung wieder raus, klicke auf bedingte Formatierung, Regeln löschen im gesamten Blatt und versuche gleich das nächste. Bei der bedingten Formatierung gibt es auch obere und untere Regeln. Ich möchte die oberen drei hervorheben. Da will ich statt der 10 eine 3 eingeben und die werden rot oder rosa. Und dann will ich noch die unteren drei hervorheben. Da ist es. Und die sollen grün hinterlegt werden. Klicke auf OK. Ich habe wieder die bedingte Formatierung entfernt und möchte eine weitere Möglichkeit vorführen. Bei bedingter Formatierung gibt es nicht nur die oberen und unteren Regeln oder Regeln zum Hervorheben von Zellen, es gibt auch die Datenbalken. Und da werden dann hohe Werte mit Balken, die weiter nach rechts reichen, hervorgehoben. Blau gibt es da für neutrale Bewertungen, grün ist, wenn hohe Beträge gut sind, vielleicht sehr gut geeignet und rot nimmt man, wenn hohe Beträge schlecht sind. Darunter gibt es dann noch weitere Farben und man kann auch weitere Regeln noch definieren, das mache ich aber dann noch später. Ich habe hier die Balken genommen und das sieht dann entsprechend aus. Wir sehen natürlich hier aufgrund des weit nach rechts reichenden Balken sofort die hohen Beträge und die niedrigen, die sind hier kaum unterscheidbar. Ich nehme wieder die bedingte Formatierung heraus im ganzen Blatt und zeige das nächste. Da gibt es Farbskalen, zum Beispiel eine grün-gelb-rote oder eine rot-gelb-grüne und andere Farben oder hier unten auch Farbverläufe, die da angezeigt werden. Ich entscheide mich jetzt für die rot-gelb-grüne und da sehen wir, dass die roten Beträge, die sind rot hinterlegt, die niedrigen grün und dazwischen ist es so gelblich. Wir sehen das hier. Das kann man aber auch bewusst beeinflussen. Wenn ich hier auf bedingte Formatierung gehe und wähle bei den Farbskalen die weiteren Regeln, da hat man die Möglichkeit hier unten zum Beispiel eine Dreifarbenskala zu wählen. Im Augenblick ist der niedrigste Wert rot definiert. Ich könnte da aber auch eine andere Farbe wählen, genauso für den Mittelpunkt oder den höchsten Wert. Und wie das dann im Farbverlauf aussieht, das sehen wir hier in der Vorschau. Ich klicke dann auf OK und habe dann
wieder ein Bereich gezeigt, der bei der bedingten Formatierung einzustellen ist. Wieder habe ich alle Einstellungen für die bedingte Formatierung gelöscht und möchte noch eine weitere Darstellmöglichkeit zeigen. Es gibt die Symbolsätze und da sind die Ampeln ganz offensichtlich. Hohe Beträge sind im Augenblick grün dargestellt und die mittleren gelb und die niedrigen rot. Will ich aber andersrum haben. Deshalb gehe ich nochmal auf die bedingte Formatierung, auf die Symbolsätze und gehe dann auf weitere Regeln. Und da kehre ich zunächst die Symbolreihenfolge um. Das heißt also, die niedrigen Beträge, die werden grün und die hohen sind rot. Und da möchte ich auch noch die Grenzen für die Einfärbung verändern. Das orientiert sich am größten Betrag. Im Augenblick ist eingestellt größer gleich 67%. Ich will, wenn mehr als die Hälfte des Maximalbetrags überschritten wird, dann soll es rot sein. Wenn mehr als 5% des Maximalbetrages überschritten werden, dann soll es gelb sein. Darunter bleibt es grün. Ich gehe dann auf OK. Und sehe, das ist also auch passiert. Hier haben wir jetzt die entsprechende Ampelfärbung. Entsprechende Einstellmöglichkeiten haben Sie auch für die anderen Symbolsätze. Soeben haben wir niedrige Beträge mit grüner Ampel und hohe Beträge mit roter Lampe dargestellt. Und das soll jetzt für die ganze Zeile gelten. Wobei, da will ich es etwas anders definieren. Alles, was über 100 ist, soll in der ganzen Zeile rot hinterlegt werden, also von hier bis hier. Und was unter 10 ist, das soll grün hinterlegt werden und dazwischen, das bleibt einfach weiß. Zunächst lösche ich jedoch wieder alle bedingten Formatierungen, Regeln löschen im gesamten Blatt. Und dann markiere ich hier die erste Zeile, aber nur die erste Zeile, und zwar dort, wo die Farbe hinterher auch eingesetzt werden soll. Dann gehe ich auf bedingte Formatierung und wähle dort Neue Regel. Und da möchte ich jetzt eine Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Das habe ich gerade ausgewählt, klicke in diesen Bereich und zeige dann auf die Zelle, die verwendet werden soll, um die Farbe zu ermitteln. Das ist die Zelle E2. Weil ich das aber nach unten kopieren will, da muss ich zwar die Spalte festhalten, aber nicht die Zeile und deshalb schalte ich da um auf eine gemischte Zelladresse mit $E2. Da ist also die Spalte festgehalten, aber nicht die Zeile. Und dann möchte ich, dass das ab 100 soll das rot hinterlegt werden. Ich habe die Formel hingeschrieben, klicke dann auf die Schaltfläche Formatieren und suche mir da die passende Farbe aus, zum Beispiel hier dieses Rosa. Dann gehe ich auf OK und das ist definiert. Ich zeige das jetzt mal. Wenn ich auf OK klicke, passiert hier noch gar nichts. Aber wenn ich jetzt den Pinsel nehme und übertrage die Formatierung auf die darunterliegenden Zellen, dann sehen wir, alle dreistelligen Vorkommazahlen, also ab 100, die sind rot hinterlegt oder auch rosa hinterlegt. Jetzt soll das noch geändert werden. Zusätzlich sollen die unter 10 liegende Beträge grün hinterlegt werden. Gehe wieder auf bedingte Formatierung, gehe wieder auf neue Regel und klicke darauf und schreibe dann da rein die Formel. Und da muss ich auch wieder umschalten mit der F4-Taste. Und das soll kleiner 10 soll das sein, kleiner 10. Und da gehe ich dann auf Formatieren und suche mir so ein Grün aus, gehe auf OK und jetzt muss ich das nur noch übertragen mit Hilfe des Pinsels auf die darunterliegenden Werte und wir sehen, die Beträge, die unter 10 liegen, die wurden entsprechend auch grün hinterlegt.